Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Moody-Membran. Wir sind heute beim 50. Tag unserer 100-Tage-Challenge. Wir haben endlich die Hälfte geschafft. Es war auch echt anstrengend bisher, also. Aber es ist nicht schlimm, wir ziehen es durch, bis wir wirklich die 100 Tage durchgezogen haben. Und eigentlich normalerweise hätte ich heute zum 50. Tag irgendwas Besonderes machen wollen, aber wie gesagt, ich bin leider immer noch krank und deswegen beschränkt sich das halt einfach nur erstmal mal wieder aufs Spielen. Und ja, würde ich sagen, geht's auch gleich los. Wir spielen gegen Zerg. Und ja. Also, drückt die Daumen, dass wir die 100-Tage-Challenge durchziehen können. Also, ich werde es auf jeden Fall durchziehen. Also, gebt einfach Daumen hoch für die Videos. Das hilft mir auf jeden Fall. Es motiviert immer sehr. Ich muss demnächst auch mal wieder Thumbnails machen. Ich habe das jetzt wieder irgendwie verhaftet. So, unten bauen. Ich spiele gegen Zerg. Schnell. So, und ja, ich entschuldige mich immer noch für, dass ich huste und allem drum dran. Ist aber leider nicht zu ändern zurzeit. Das ist eigentlich schon das Komische, dass es schon das zweite Mal ist, dass es in der 100-Tage-Challenge ich krank geworden bin. Das ist echt traurig. Aber halt auch nicht meine Absicht. So, wir spielen gegen Zerg, gucken gleich mal, ob er schon eine Exe genommen hat. Nein, Pull First. No. Pull First, okay. Please no, keine Ahnung, was er damit meint. Möchte uns aber anscheinend poolen. Deswegen nehmen wir unsere Ex etwas später. Wir können natürlich nicht ganz dicht machen, auch nicht so weiter wild. Und rüsten nochmal unsere. Und jetzt die Cannon. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und sollten jetzt safe sein. Tja, hat er irgendwo anders das Ding hingebaut? Gucken wir mal, ob wir sie Cannon rushen können. Hier ist zusätzliche Pylonenwaffe. Und haben Pylonen vergessen. Ihr habt nicht genügend Mina. Orange-Schisal. Die Cannon ist gleich durch. Sind halt ein bisschen jetzt mit unseren so Mineralien hinterher, also nicht so weiter wild. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Basis wird angegriffen. Und wo ist denn das Rest? Eigentlich nicht, wa? Ich finde das schon ein bisschen witzig. Basis wird angegriffen. Hat auf jeden Fall was gebracht.
Er muss extra Linge bauen. Ehre den Dalai Lama. Wahrscheinlich noch keine zweite. Ja, Exekutor. Doch, hat er. Hat er noch nichts dran groß. Die Templer rücken vor. Nur die Gläubigen. Por Salah. Wir dienen. Die Menschenstreine abgestimmt. In die Schlacht. Najaka Mina. Feindkontakt. Niemand kann uns auf. Was wünscht ihr? Das Orakel müsste jetzt auch durch sein. Und müssen ein paar Gates bauen, man ein Robo und noch mehr Sonnen. Forschung abgeschlossen. So. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Unsere Schicksale sind bereit. Teleportation. Oh. Warpfels online. Verstanden. Er baut auf jeden Fall noch mehr Linge. Sind auf jeden Fall safe erstmal. Wo verbirgt sich der Feind? Ehre den Dalai Lama. Für die Ehre. Teleportation erfolgreich. Verstanden. Auf den Schwingen der Geräte. Asien fällt erschöpft. Erneut dienen. Sie brechen durch. Ich durchstreife. Teleportation erfolgreich. Sha'azul du Templari. Ich füge mich. Die Himmel warten. Ach. Ich sehne mich nach dem Kampf. Die Himmel warten. Ich bin hier. Mineralienfeld erschöpft. Forschung abgeschlossen. Sieben Stück. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ayur wird erneut unser sein. Niemand kann uns aufhalten. Sie brechen durch. Ayur wird erneut unser sein. Vorwärts. Por Salah. Unser Denken. Wo verbirgt sich der Feind? Haben tut er noch nichts. Gar nichts. So, wir brauchen auf jeden Fall Upgrades. Die
Er baut jetzt halt was. Da gehen wir jetzt versuchen, das eine zu killen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Kalt. Rohrfeld online. Ich durchstreife die Galaxie. Nein, wir sind so hoch. Rohrfeld wird sich dann schon abgeschlossen. Ich fühle. Ihr seid auf mich angewiesen. GG! So macht man Zerg kaputt. Immer schön stressen. Da kommt er nicht klar. Na gut, der war jetzt auch nicht so gut. War eigentlich relativ einfach für mich. So. Aber wir spielen weiter. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Deswegen können wir auch spielen. Und meine Mechaniken werden langsam wieder besser. Also die Krankheit überschattet es nicht mehr so schlimm. So, ressourcentechnisch hätten wir. Ja. Tja, Poolfürst und trotzdem mit Cannon Rushen hingekommen, ne? Geil. Konnte halt nicht abbauen, das war halt sein Problem. Und sein Cannon, sein Link ist halt nicht reingekommen. Hätte Poolfürst, also weiß nicht. Poolfürst war nicht so die gute Option, sag ich mal. So, wir spielen gegen Diabolo. Random. Da kann ja nur Cheese kommen. Ah, es liegt aber lange. So, Glöckertan. Keine Fragen, Race. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ein Race. Oh, ein Quatscher. Tja, wenn ich das Einzige, was ich machen kann, wenn es Protoss ist, ist es noch okay. In Serana ist es natürlich scheiße. Cannon Rush also. Eure Sonden werden angegriffen. Was geht? Okay, hoch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Für Artades. Und weiter farmen. Schaden gekriegt, mein er sie. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Tja. Kommen halt nicht raus. Das ist halt der Nachteil. Er kann jetzt eine Echse nehmen unten. Wir sind auf jeden Fall im Nachteil. Netter Typ. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So eine Cannon hier setzen, das bringt mir aber nichts. Nicht genügend Energie. Ja. Nicht genügend Energie. Wir wollen einfach weiter Worker. Und werden wir gleich mal ein bisschen stressen gehen mit dem Orakel. Upgrade durchgeführt. Kommen die nicht ran? Sehr weise. Shit. Was ist doch? Okay, das kann so weit schießen, ey. Orakel empfangsbereit. Nicht genügend Energie. Halt ist die Lehre. Nun gut. Mehr Vespingas. Extrapoliere Stränge. Ich verstehe. Unsere Schicksale sind vereint. Na, Subtan. Die Sterne stehen gut. Es ist vorherbestimmt. Der Weg ist klar. Wir deuten. Extrapoliere Stränge. Shit. Ja, es ist ziemlich weit vorne. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt nicht genügend Energie. Schlecht aus für mich. Forschung abgeschlossen. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin das Herz. Pylon. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr Akku, lasst unsere Feinde unsere Wut bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Nicht genügend Energie. Dies müsst ihr in einem Energiefeld. Ich bin hier. Feld erschöpft.
Mantel Kapellung gebaut. Mein Leben für Ajur. Mineralienfeld erschöpft. Gerechtigkeit, Herr. Was ist euer Weg? Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zu wenig Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ula Sadari. Ich bin mein Leben für Ajur. Wie ihr will. Eure Sonden werden. Ah, wie kommt ihr jetzt rein bei mir? King Push mit Nothing. Wir sind ein. Ich vernahm. Ich lasse unsere Feinde unsere Wut spüren. Ganz wie ihr wünscht. Nun gut. Im Namen der. Das war schon der dritte, ne? Muss ich mich schon besiegen, also ich finde es sehr unfreundlich von den Typen. Ich finde halt mit Cannon Rush ist man halt nicht hinten. Ich habe schon alle Upgrades, also das war kein normaler Spieler. Kommt er nicht hoch, ey. Das ist euer Beginn. Sehr. Ich bin die Stimme der Finsternis. Wir sind eins mit den Schatten. Ich bin das Herr. Ich bin hier in den Schatten. So, das gucken wir uns jetzt an, weil ich finde es einfach scheiße von solchen Leuten wie eben, so unfreundlich zu sein, und ja, muss halt abräumen. Hauen wir noch ab. Oh, wie heißt das? Nicht get a bun, sondern you get a ticket. Die Mond wird angegriffen.
So, das mache ich jetzt noch schnell. Moment. Spiele melden, genau, weil Unfreundlichkeiten gespottet. Benutzte Beleidigung, genau. Und persönliche, ja, persönliche Beleidigungen und ja, allgemein. So. Ja, sowas muss gemeldet werden, finde ich jetzt nicht. Das ist einfach, ich weiß nicht, was mit den Leuten stimmt. Also man muss jetzt nicht also Leute beleidigen. Ich habe auch keine Lust, nebenbei zu chatten. Das macht auch kaum jemand. Und so toll war er jetzt. Naja, war ein Smurf-Account. Oder? Naja. Und was spielt er denn sonst so? Tier 1, naja. So, kriegen wir hoffentlich einen ordentlichen Protoss-Spieler. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und hätte ich gewusst, dass es Protoss wäre, hätte ich ihn nicht unten gebaut. Nope. Nope, achso. Okay. Also irgendwie ist es ganz schön toxisch geworden, die Community hier. Kann das sein? Verstehe ich nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich hab schon auch keinen Rush. Ne, schon mal. Doppelgas wie ich, Standard. Alles Standard bis jetzt. Mein Freund, ich komme da trotzdem raus in meinen Adepten. Das ist mir doch egal. Geschehen. Unser Denken gleicht sich. Vorwärts, ja. Ich bin hier in den Schatten. Möge euch der Tod schnell ereilen. Das ist natürlich blöd gewesen. Da kommen gleich noch mehr Adepten. Ihr habt nicht gehört.
Forschung abgeschlossen. Ja. Ich bin hier. Er bleibt erstmal hier stehen. Gute Dicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Du bleibst hier stehen. Ich bin hier in den Schatten. So, und da kommt das hin. Ich habe was gesehen. Da geht's. Unsere Feinde unsere Wut spüren. Ich bin das Herz der Finsternis. Ja. Ich bin hier in der Schatten. Nicht groß viel. Ich bin hier. Wir könnten eigentlich mal runter, oder? Nun gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nee, wir nehmen das mit. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr seid auf mich angewiesen. Alles wie ihr wollt. Stimme der Finsternis. Im Namen der Wir sind da. Ich bin die Stimme der. Ich bin hier in den Schatten. Wie ich bin das Herz der
Feld erschöpft. GG! Gut, ich hätte zwischendurch echt mehr meine Ressourcen wegmachen können. Aber okay. War okay. So, na gut. Dann würde ich trotzdem sagen, erstmal heute für mich reicht das. Es tut mir leid, es war die 50. Folge. Ich nicht noch mehr mache, aber wie gesagt, ich bin halt immer noch krank und es ist halt echt anstrengend für mich. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Muttibär. Tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Muttibär. Tschüss.